Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Runde Minecraft. Juhu. So, wir gehen auf den Multiplayer-Server und es sind drei Leute drauf. Juhu. Wollen wir mal schauen. Wollen mal schauen, wer da ist, wollen wir mal Tag sagen. Weil mit meiner Stimme heute los ist, ich habe keine Ahnung. Hört sich super an, ne? Super Stimme, oh ja. Egal, dann müssen wir durch, dann müssen wir durch. Vielleicht höre ich mich sogar charismatischer an oder so. Ah, Leute sind da. Juhu. So. Ich mag ja eigentlich keinen Regen, ne? Aber da müssen wir jetzt, glaube ich, mal durch. In dieser Folge möchte ich gleich kurz etwas Kohle suchen. Dann möchte ich die Turtle auf den Weg schicken, damit die mal arbeitet, wenn wir nicht da sind. Und dann holen wir uns mal die ganzen Tinkers-Klamotten. Die ganzen Tische hinten aus dem Dorf, wo wir letztens waren. Schauen wir einfach mal nach. Ob die Pfannen habe ich jetzt auch drin, wie ihr seht. Warum habe ich hier... Okay. Jemand gerade gegessen oder nicht? Bauen wir den Quatsch mal ab. Auch nicht schlecht, so ein Mondstein auf dem Grundstück hat natürlich viel Schönes. Das ist hier alles richtig, das soll ja so sein. So, jetzt habe ich natürlich letztens Kacke gebaut. Hiermit. Das kann ja eigentlich natürlich noch stehen bleiben. Denn die Leute, die hier online sind, lassen ja die Klamotten quasi weiter wachsen, wenn sie in der Nähe sind. Und deswegen klatsche ich den Scheiß einfach nochmal hier drauf. So ein bisschen. Genau wie die Karotten. Die kommen auch wieder hier drauf. Sehr gut. Dann können wir mal kurz nach unten. Der Grouch brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Wir haben jetzt erstmal genug Grouch. Jetzt hole ich mir. Hier gibt es keine Kohle mehr. Ich wollte einmal kurz auf Kohlesuche gehen. Ich habe ja keine mehr, deswegen kann ich es auch mal hier aufmachen. Dann geht der ganze Quatsch nicht. Oh, hier haben wir Bienen, sehr schön. Sieht nicht so aus, als würden wir hier Kohle finden gerade. Gehen wir weiter runter. Durch so, hier hin vielleicht, da wäre Kohle. Kohle, wo bist du? Hallo Kohle. Ja. Lustig, diese Kohle. Die andere Seite reingraben. Wir werden ja wohl irgendwo hier mal ein bisschen Kohle finden, damit ich die Turtle losschicken kann. Ich sehe, ist das nicht der Fall. Gut. Dann lassen wir die Turtle jetzt gerade erstmal beiseite. Und gehen so in das Dorf. Vielleicht finden wir auf dem Weg ja irgendwo was, wo wir Kohle herbekommen. Es regnet. Möchte jemand mal kurz schlafen mit mir? Also nicht mit mir, sondern einfach nur schlafen. Vielleicht erbarmt sich ja jemand
Damit es Tag wird und der Regen weg ist. Oh yeah. Wuhu. Hier hätten wir nichts mehr drin. Hier hätten wir nichts mehr drin. Sehr gut. Der Regen hört auf. Das freut mich natürlich sehr. Jetzt laden wir einmal unseren Quatsch ab, den wir gerade nicht brauchen. So, hier. Der ganze Quatsch kommt jetzt da rein. Man kann das auch irgendwie direkt machen. Keine Ahnung, wie das geht. So. Kommt der hier auch noch raus. Auch hier rein. So, das läuft. Dann kommt hier noch ein bisschen Quatsch rein. Da habe ich da Zinn, okay. Mhm, ja, ja. Brote sollte ich vielleicht mitnehmen. Und das kann auch mal hier bleiben erstmal. Genau wie der hier. Eine Schaufel wäre nicht schlecht. Was nehmen wir uns denn da mal? Das Material. Haben wir noch Eisen? Gerade zur Hand ein? Nee, schade. Ja, dann soll eine normale Steinschaufel gerade mal aushelfen. Geht das so? Ja, so geht das. Sehr gut. Das wollte ich mal ausprobieren, wie das funktioniert. Oh, jetzt hat er hier wieder... Sollte nicht so sein. Ich wollte den Cobblestone hier rausholen. Dann, wenn ich C drücke, kann ich so machen und so machen. Und dann habe ich eine Schaufel. Ich habe quasi überall eine Workbench. Sehr, sehr gut. Hallo. Na, sag mal, Skelett. Was soll das? Ach, in diesem heiligen Wasser bekommen die also Schaden, die Skelette. Das ist schön. Kann ich mich denn jetzt eigentlich mal... Ich wollte mal gucken, wie ich jetzt hier fliegen kann. Ah, so kann ich fliegen. Sehr gut. Dann fliegen wir als kleine Fledermaus doch mal hinüber zu dem Dorf, was wir einst auf dieser schönen Karte gefunden haben. Ich weiß nur leider nicht mehr wo. Hier war der Turm. Da war dieses komische Häuschen. Wir können ja oben auf dem Turm drauf gucken, was da so los ist. Hier sind Spawner. Kiste ist leer, okay. Gut, nehmen wir mal so hin. Da ist das Dorf, da wollte ich hin. Die Axt habe ich auch dabei. Sehr gut, so macht das doch schon mal Spaß, ne? So, was haben wir denn hier? Irgendwas Cooles? Nee. Bei diesem Moosstein... Den können wir schon mal mitnehmen. Ein bisschen. Hier war das drin. Hier waren noch mehr Bücher drin, die ich haben wollte. Na, wenn wir schon mal direkt hier sind, können wir die mal mitnehmen. So. Und irgendwo war hier das Haus mit den Tinker-Sachen. Die werden wir auch noch finden. Also das Haus. Das habe ich ja letztens so schön links liegen lassen. Okay, hier gibt es Schaden bei dem Zeug. Dann wollen wir da wohl erstmal nicht rein.
Das Haus ist auch nicht richtig. Das ist, was wir so ein Haus hier hatten. Das sieht doch gut aus. Nehmen wir doch mal das. Nein, ich möchte nicht Zombie werden. Ich möchte nicht zum Zombie werden. Will auch nicht das sein. Genau, ich will ich sein. So, die Toolstation brauche ich. Die Pattern Chest und mein Inventar ist voll. Super. Kann jetzt zum Glück hier ein bisschen auslagern, oder? Nein? So, was brauche ich hiervon? Dann geht's mal nicht. Die brauche ich nicht. Und hier drüben, den Knochen brauche ich auch nicht erstmal. Hier habe ich noch mehr so Zeug drin. Kann ich echt nichts anderes reintun, ne? Quatsch. Kacke. Na gut, okay, fliegen wir eben nach Hause und dann... Ein Glashut. Gehen wir mal wieder zur... Bett. Und wir quasi wieder fliegen können. Bringen wir den Quatsch da erstmal nach Hause. Und können dann nochmal kurz etwas weiter fliegen. Erstmal nach Hause finden. Da dürfte ja unten gleich irgendwo kommen. Neue Stadtmauer. Gehen wir mal die anderen Grundstücke drüber. So, und hier ist auch mein Grundstück, jetzt schöne. Hallöchen, Grundstück. Dann kann ich auch wieder ich werden. So, wohin jetzt mit dem ganzen Quatsch? Nehmen wir mal die Pattern Chest. Stellen die hier hin und tun die ganzen Patterns rein. Dann haben wir hier die Tool Station. Den Stencil Table und den Part Builder. Tool Station, Stencil Table und Part Builder. Genau so. Vielleicht tauschen wir die beiden hier nochmal. Sehr gut. Ich würde jetzt eigentlich gerne nochmal losfliegen. Also, ab in die Bettform. Ich bin ein Adler. Der Adler fliegt, der Adler fliegt. Und hier vorne war doch irgendwo so ein Riss. Daran kann ich mich auch erinnern. Aber wenn wir da mal reinfliegen und mal schauen, ob wir da etwas Kohle und Materialien bekommen, die wir eventuell brauchen können. Hier ist nämlich auch so ein toller Minenschacht. So, das Zeug zum Beispiel brauche ich schon mal. Ganz viel werden wir davon brauchen. Hier haben wir Kohle und Kupfer. Ist doch mal schön, diese Bettform, die hat echt, ist echt geil. Wobei ich sie auch teilweise doch ein bisschen sehr overpowered finde. Was finden wir denn noch hier drin? Okay, ganz schön viel Zeug. Aber finden wir hier drin irgendwo eine Kiste?
Dann ist ein Busch. Will ich nicht. Das Zeug hier und Kohle. Ein bisschen Licht. Für euch. Aber eine Kiste habe ich hier bislang nicht gefunden. Da muss irgendwo noch eine Kiste geben. Auch schön, wenn das Zeug hier bekommt, weil eine Kiste wäre toller. Weil in der Kiste kann ja eine Portal Gun drin sein, die ich gerne hätte. Hier ist nix. Zombie töten wir mal schnell. Sehr schön, Creeper. Ja, von dem Zeug noch was. Hier haben wir Kohle. Und Kohle brauchen wir ja viel. Und daher denke ich, ist es nicht schlimm, wenn wir erstmal etwas Kohle hier rausholen. Wir sind noch einen Block groß und können hier rein. So haben wir auch keine Gefahr mehr, dass uns irgendwelche Viecher kaputt machen wollen. Aber Eisen hatten wir auch keins mehr. Also alles schön mitnehmen. Ah, oh, den Hut will ich. Ich will diesen Sims-Hut. Juhu. Oh, die kriegen wir eh nicht mehr, die fällt runter. Sind ja klein. So, jetzt sind wir hier, das noch raus. So, ach, das wird gut, das wird gut. Schön, wenn wir zu Hilfe diesen Quarzzeug finden. Damit können wir doch eine eigene eine Menge anstellen. So. Jetzt rupfen wir noch raus, was in der Wende ist, was wir hier so auf Anhieb finden. Hier so ein bisschen Eisen. Ist immer schön, Eisen zu haben. Zumal wir bei uns ja auch gerade nicht mit Eisen und so überflutet sind auf unserem Grundstück. Das ist eigentlich ganz cool. Soll ich noch jemand drauf? Nein, alle sind sie weg. So, wo geht es zurück? Hier können wir nicht hoch. Hier geht es auch eigentlich nur weiter runter, ne? Ja. Ah, okay. Wir werden schon wieder rausfinden. Das soll ja wohl das kleinste Problem sein. Diesem kleinen Labyrinth hier wieder rauszufinden. Kohle haben wir nämlich mit. Gerne, gerne. Kohle ist gerne gesehen bei mir. Da hinten gehen wir wieder ein bisschen mehr in die Richtung von dem Riss. Arbeiten wir uns noch ein bisschen so hoch. Noch ein bisschen Kohle noch. Die ich auch gerne mitnehme. Sogar recht viel Kohle. Was cool ist. Map. Options. Ich hätte gerne die Koordinaten hier drunter. Sehr gut. Hab ich Kohle vergessen mitzunehmen.
Oh, hier sind viele Monster. Die uns hier oben aber zum Glück nicht bekommen. Weil wir glücklicherweise so groß sind. So klein sind und fliegen können. Ja. Apatit, auch sehr gut. Ein guter Dünger. Hahaha. Ich bin frei. Ihr Nüsse, und wo bin ich jetzt? Hier unten, sehr gut. Gehen wir jetzt zurück zum Haus. Eine Billing Order Form. Krasse Sache, was ich alles finde. So, ich bin zu Hause. Gut, dann denke ich, beende ich den Part jetzt an dieser Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, alles Gute, schöne Grüße, euer Onkel.